Meine Damen und Herren, stellen Sie sich vor, es ist schönes Wetter draußen und Sie haben jetzt furchtbare Lust, Rad zu fahren oder eine Wanderung zu machen, aber haben keinen Plan, wo Sie jetzt Rad fahren oder wo Sie jetzt wandern wollen. Dazu haben wir jetzt unsere SMAP entwickelt. Das ist eine Webanwendung und dort kann man auswählen, was für Kriterien man haben möchte, wie zum Beispiel, wie lang soll es sein, soll es jetzt eine Radtour sein oder eine Wanderung sein, wie soll der Untergrund beschaffen sein, soll es jetzt ständig bergauf und bergab gehen oder soll es eher eben sein. Und wenn man das hier sozusagen ausgewählt hat, wird dann sozusagen einem ein paar Routen vorgeschlagen und das ist jetzt aktuell jetzt erstmal Ulm und Umgebung. Das ist geplant, dass es dann später noch für ganz Deutschland eben geben wird. Wir haben verschiedene GPX-Dateien aus dem Internet kopiert. GPX-Dateien sind Routen für zum Beispiel Wanderer, Wanderrouten oder Fahrradrouten oder vielleicht auch Longboardrouten oder so. Die Map, wir haben das Ganze dann in eine Map einprogrammiert und die Map nennt sich OpenStreetMap. Das ist eine Open Data Map, die, also Open Data bedeutet offene Daten und ja. Ich bin der Tobias Thiron. Maximilian Hohnleitner. Tillmann Schaupf. Till Gümbel.